deswegen gehe ich mal davon aus, dass das nicht zeitmäßig ist, aber wir können uns ja trotzdem mal beeilen. Nee, also, Leute. Bei aller Liebe, den könnt ihr euch selber anziehen, den Schuh. Ich nicht. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Mana, ja. Mana, 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 Mana. Mana ist immer gut. Genauso wie Leben, Leben ist auch immer gut. Oh, geil. Das wird jetzt nochmal echt ekelhaft hier unten. Kind ist bloß ein viele Ertrankender beim Versuch, sie zu umarmen. Okay. Ah. Ja, alles klar, der Lacher war schon echt dreckig. Gut, da gibt es nichts weiter, aber wir sollten vielleicht noch ein Stückchen runter. Nein. Ah, ich komme da oben anscheinend irgendwie wieder irgendwo hin. Oh mein Gott, das wird lustig. Ja, nee, vergiss es. Erstmal noch nicht, ich will erst mal gucken, wo es da oben hingeht. Scheint mir aber trotzdem nichts Spektakuläres zu geben. Eine Gravur zweier Njaden, Töchter von Poseidon und Schützer des Meeres. Schön. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich bin mir da nämlich nicht so sicher. Der bricht meinen Super-Attack einfach ab, der Drecksack. Habt ihr das gesehen? Bam, schön am Fuß erwischt. Ah. Ja, dann nehmen wir dich doch gleich, mein Freund. Ah. Und aus. Die Mana nehmen wir natürlich auch mit. Ansonsten gibt es hier nicht viel. Und, was haben wir hier? Was sind vor Ort? Bin ich hier rein oder was? Na gut, das heißt, wir müssen trotzdem durch dieses stachelige, was auch immer, durch. Das sich nur aktiviert, wenn wir durch dieses Tor schwimmen.
Und geschafft. So, und jetzt... Na toll. Explosivviecher. Komm her, du Scheißteil. Ich finde die Konter ja schon ziemlich cool, ne? Wenn man die gut timet, dann hat man immer so einen richtig krassen Mega-Angriff. Schön im Petto. Und kann die richtig geil vermöbeln. So. Ha! War das nicht super? Ich finde das super. So, haben wir noch irgendwo eine Kiste? Da drüben ist noch eine mit Leben. Die können wir auch gleich mitnehmen. Und eigentlich haben wir schon ziemlich viele Orbs wieder. Das heißt, wir rüsten mal unseren Blitzschlag auf. Der sollte eigentlich jetzt nur mehr Power liefern. Größeres Schadensfeld und mehr Kraft, ja. 9000, 3000, ja gut, die Klinge könnte man auch noch mit aufrüsten, die ist auch nicht schlecht. Prinzipiell. Wird allerdings nicht reichen, gerade mal für 50%. Und damit haben wir unsere Tür geöffnet. Bewegt sich das schneller als vorher? Ich glaube schon. Puh. Aber es hat geklappt. Ich denke mal, da kommt man recht easy durch, also sehr schwierig ist das jetzt nicht. Nee, warte mal. Das war woanders. Wusste ich's doch, dass da noch irgendwas dahinter ist. Schön, eine neue Feder. Und dann geht's für uns hier weiter. Oh, ein Speicherpunkt, sehr schön. Den nutzen wir natürlich. Na? Und was ist in der anderen Richtung? Guck mal einer an, wo die Viecher sich nicht überall versteckt haben, ne? Na, ah, noch eine Feder, das ist total geil. Eine Statue des Gottes Poseidon, Herrscher des Meeres. Nee.
glaube, das ist... Ach so, das war nur wegen der Tussi hier. Alles klar. Und? Nüscht. Super. Schade. Und jetzt kommt noch mal so ein bisschen tricky Teil. Scheiße. Hui. Au, der hat gesessen, getroffen, wollte ich sagen. Ja, ist gut. Den nächsten noch und dann geht's wieder Vollgas. Na, schau mal einer an, was haben wir denn hier? Leider nicht genug Bier. Irgendwo ging es hier raus, genau da. Guck mal. Ja, klar. Hallo, ihr könnt mal wieder aufhören. Komm, bleibt gleich liegen. Ja, na sicher. So, du kriegst jetzt erstmal einen auf die Fresse und dann stirbst du, weil du mich gehauen hast. Na, willst du wohl. Alter. Und rein damit. So, jetzt aber. Das war eine schwere Geburt. Komm mal die Fresse, du hässliches Miststück. Und tschüss, Arschloch. Ja. So, dann hätten wir die Nervensägen hier mal auf die Seite geräumt. Das kann man nicht kaputt hauen. Und wir müssen da hoch. Ist aber echt relativ selten, dass an so einem Platz, wo ein Speicherpunkt ist, auch Viecher rumhüpfen. Mal den Hebel ziehen. Ach nee, warte mal. Hier unten war ja noch was. Genau, da war der Eingang bei dem Ding hier.
bin mir jetzt bloß nicht sicher, ob das nur wieder so ein Secret-Ding ist oder was anderes. Ich würde trotzdem erstmal da hochgehen. So, erstmal die Störenfriede beseitigt. Und es scheint doch der Ausgang zu sein. Jetzt gucken wir aber trotzdem mal, was das hier ist. Poseidons treues Weib. Ja, Ampherit oder so. Wacht auf ewig über diesen verfluchten Raum. Nur sie kennt den geheimen Ausgang. Ja, und sie zeigt uns auch den Weg. Also es tut mir leid, ich habe absolut keine Ahnung, wie die Tussi ausgesprochen wird. Meine Göttergriechisch ist nicht so das Ausgeprägteste. Ich weiß, im Grunde genommen sollte man die eigentlich kennen. Aber ich denke, das ist jetzt nicht so schlimm, wenn man Poseidons Frau nicht kennt. Na komm. Ach nee, da war der Ausgang, alles klar. Das sah jetzt bloß vorhin so aus, okay. Das Ding scheint doch ein bisschen größer zu sein. Und vor allen Dingen beleuchtet, finde ich super. Zack. Und hallo Fahrstuhl. So, hier drüben geht's nicht zufällig raus, oder? Nein. Man weiß ja nie, wo die Programmierer immer so hinter Kameras oder Kamerapositionen irgendwelche Verstecke verstecken. Verstecke verstecken, alles klar. Wisst ihr Bescheid, wa? Das ist ein langer Gang. Das ist langweilig. Aber ich weiß, wo wir rauskommen. Haha, immer wieder in der Position. Ja, ich weiß, wo wir sind. Danke. So, deswegen speichern wir jetzt auch mal ab. Also Pandoras Tempel ist echt schon ziemlich aufwendig. Da sind wir hergekommen. Und wir dürfen schon wieder kämpfen. Au. So, machen wir erstmal Schluss hier. Obwohl, komm du doch mal her. Dich kann man gut schmeißen. So, Feierabend. Gut, okay. Ich kann euch jetzt gar nicht sagen, wohin wir müssen. Ah, ich glaube, wir müssen zu diesem Musendingens. Als nächstes, um hier weiterzukommen. Da war die Treppe noch oben. Ah, warte mal. Nee, 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 da machen wir, das machen wir anders.
Ich suche jetzt erstmal den Ausgang zu diesem Musenteil. Vielleicht kriegen wir da noch was Neues. Vorausgesetzt, ich finde den Ausgang. Da ist unser Hebel. Und da... Nee. So viele Wege und alle führen nach Rom, wa? Entschuldigung, mit diesem wa. Das sollte ich mir mal abgewöhnen. Ja, eigentlich gar kein Berliner. Dann wollen wir mal sehen. Ne, warte mal, das war falsch. Aber wo? Hä? Oder doch? Wo habe ich denn das gesehen mit diesen Musen? Bin mir dafür jetzt gerade echt nicht mehr sicher. Nee, da waren wir schon. Das da, wo wir den... Ach, da war das. Ja, schön, schön, schön. Chin, chin. Natürlich will ich das einsetzen. Was denkst du denn? Ich glaube, ich habe den Scheiß nur aus Just for Fun gesammelt, oder was? Orbs, wuhu. Noch mehr Orbs, wuhu. So, bevor wir das natürlich machen, abspeichern, richtig. Die Götter haben die Büchse der Pandora versteckt, sind aber nicht ohne Gnade. Dieser magische Sand der Götter hilft ihnen, ihre Ziele zu erreichen. Pathos, wer ist der Dritte? Hauptarchitektur, bla bla bla, hatten wir schon. Zeus schenkt ihnen Gesundheit, mögen ihre Feinde vor ihrer neu gewonnenen Stärke erzittern. Ja, Mann, das nehme ich natürlich gerne mit, aber hallo. Er frisst halt Sand. So, und dann gibt es noch die Magie dazu. La 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 la. Was guck mal hin in der Mitte? Na. Bist du wohl? Kratos? Zeus schenkt ihnen Erfahrung. Möge ihre Fähigkeiten die anderen Menschen oder Tiere weit übertreffen. Tiere? Was für Tiere? Oh ja, Baby. Oh ja, das heißt... Power! Wuhu! So. Klingenstärke erhöht. Sehr geil. Okay, das ist auf Max. Das ist Stufe 3. Ich will trotzdem die Klingen weiter ausbauen, weil die sind sowieso die Hauptangriffswaffe von uns. Und dementsprechend auch sehr wichtig.
Ich würde das jetzt auch so hindrehen, dass wir wieder zu dem anderen Raum kommen, wo diese, wo wir immer kämpfen müssen, wenn wir wieder irgendwo ganz besonders rausgekommen sind. Also nicht da. Für alle, die sich fragen, was ist das im Hintergrund? Es ist meine Katze, die gerade aufs Klo geht. Die buddelt gerne, übrigens. Falls es jemanden interessiert, also. Oh, da kriegt man einen Drehwurm. Genau, den Raum meinte ich. So. Gehen wir einfach mal in die andere Richtung. Da kommen wir sowieso zur Treppe schneller als, ja, als andersrum. So, dann wollen wir mal gucken, was es hier noch so Schönes gibt. Okay, unsere Kurbel. Unser Eingang und ein Loch. Mal wieder. Könnt ihr ein bisschen schneller schwimmen, ohne Scheiß? Warum auch immer diese Kamera jetzt so gesetzt worden ist, ich verstehe das zwar nicht. Aber okay. Jedem das seine, wa? Ach, dieses blöde, wa? Och nee, oder? Das ist jetzt echt... Boah. Es wird arschig. Weil das Viech, das daraus kommt, ist echt hässlich. Es ist wirklich, wirklich hässlich. Das könnt ihr mir echt glauben. Ja, okay. Das wird uns so allerdings nichts bringen. Bin mir gerade nicht sicher, ob das überhaupt noch, ob das überhaupt schon funktioniert. Es ist eine massive Holztür. Sie hat ein Schloss in der Gestalt eines Minotaurus. Ja, das war mir vorher auch klar. Okay, ich glaube, wir müssen nochmal zurück. Das Ding zu aktivieren. Nur, glaube ich, fehlt mir so ein bisschen der Plan, wie das funktionieren soll. Weil hier komme ich definitiv nicht hoch. Die Tür an sich, glaube ich, kriegt man auch noch nicht auf. Ja. Genau. Warte mal, das war das Loch, wo wir rein sind, ne? Ja. Da ist die Treppe. Okay, hier gibt's nichts weiter. Ich müsste jetzt echt raten, wie das funktioniert. Aber wir könnten ja nochmal die Leiter probieren.